1955 hat der evangelische Theologe Klaus Koch den Begriff des Tun-Ergehen-Schemas geschaffen. Er bezeichnet damit den Zusammenhang zwischen einem gottgefälligen und einem guten Leben. Das Alte Testament ist voll von Geschichten, die diesen Zusammenhang belegen sollen. Wer nicht sündigt, der lebt lange, hat viele Kinder und eine große Viehherde. Wer sündigt, dem geht es dreckig, hier und heute. Dieses Denken ist immer noch lebendig. Wenn ich heute etwas Böses tue, dann geht es mir morgen schlecht. Und der Rückschluss lautet, wem es heute schlecht geht, der hat auch irgendwie gesündigt. Und zuständig für die Balance im Tun-Ergehen-Schema ist Gott. Nun glaube ich nicht, dass Gott so direkt in unser Leben eingreift und uns das Böse schickt, weil wir böse waren. Dafür lassen es sich viele offensichtlich sündige Menschen hier und heute ganz schön gut gehen. Aber ich glaube, dass die böse Tat den Menschen einholt. Wenn jetzt der Freiherr von und zu Gutenberg keinen Doktortitel mehr hat und womöglich auch noch seinen Ministerposten verliert, dann hat ihn tatsächlich seine böse Tat eingeholt. Das Tun-Ergehen-Schema aus dem Alten Testament hat funktioniert. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, so sagt es Jesus ganz lapidar. Erst nach dem Tod wird es einen Ausgleich geben, so seine Botschaft. Und ich bin froh, dass die Ungerechtigkeiten dieser Welt zwar weltliche Ursachen haben, aber eben keine Strafen Gottes sind. Ich würde verrückt werden auf der Suche nach dem Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen, bei mir selbst und bei anderen erst recht, wenn ich mir vorstelle, dass es Gott ist, der das Gute und Schlechte schon zu Lebzeiten verteilt. An diesem Gott würde ich verrückt werden.